Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Paper Mario. Ja, nachdem wir beim letzten Mal ja die Bubus befreit haben und so ein Insignie des Anführers bekommen haben, sind wir jetzt weitergekommen. Jetzt können wir sogar die Tür öffnen, weil wir die halt aufgemacht haben. Aber ja. Muss man das gucken. Jetzt sind wir wieder hier. Stern, aber wer will. Ja, hab ich. Tschüss. Hallo, wie geht es? Ein paar Bubus hinweg. Du bist so süß. Du bist so süß. Wie widerlich, eine ehrwürdige alte Dame so auf den Arm zu nehmen. Gut, wenn ich 10 Jahre jünger wäre, würde ich vielleicht... Du wirst es nicht glauben, aber ich war einmal eine atemberaubende Schönheit. Ich konnte mich kaum retten vor lauter Verehrung. Das gab uns ein ganz besonders knackiges Kerlchen. Bubonold, hieß er. 2 Stunden später. Und so bin ich nun zur Stammälteste der Bubus geworden. Also, du solltest auch etwas aus deinem Leben machen, Cabrio. Nee, Mario. Na gut. Warte einen Moment. Bubu! Da kommen sie wieder. Viel Glück, Cabrio, und viel Erfolg. Sag mal, wenn sie da draußen, ne? Ich hab aber noch nicht mal geguckt. Das pisst ja draußen. Und ich will nachher noch zum Kollegen, na toll. Ich hoffe mal, es regnet da nicht mehr. Ist hier hinter was? Eigentlich? Nein. Achso, ich kann hier wegbussen. Verstehe. Was? Okay, verstehe. Okay, das ist nice. Das ist nice. Oh, toll. Und ich bin natürlich zu blöd, darüber zu springen. Wer hätte das mal wieder gedacht? Ich. Zack. Zack. Mann! Was soll denn das jetzt? Bin zu dumm zum Springen. Zack. Jetzt. So, jetzt machen wir es hier nochmal. Oder auch nicht. Dann gehen wir hier halt durch jetzt. Jetzt kommen wir woanders hin. So haben wir das gelöst. Das war einfach nur Zufall, weil ich einfach ausprobieren will. Weil sie pustet ja gerne, ne? Sie bläst ja gerne. Aber wer gut ist, kennt jetzt Zweideutigkeit. Spinnen. Kriegt die mit Sprungattacken hin? Ja. Nehmen wir mal Hurricane. Mal gucken. Neo. 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 Und tschüss. Einer ist weg. Ja, toll.
Normalerweise würde ich gerne scannen eigentlich, ne, ich Idiot. Tauschen. Ich nutze einfach mal das Ding hier. Okay, sie ist schön groß. Toll. Man kriegt das Konter manchmal echt gar nicht hin, ne? Scanner. Vergrößert das Buch jetzt. Das ist ein Fadula. Pfui, Spinne. Die ist ja riesig. Maximale KP 5, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Mein Angriff könnte sie bis zu dreimal hintereinander schießen. Bei der Verteidigung kommt es also auf das richtige Timing an. Die Bubus mögen Fadulas wohl auch nicht besonders. Kaum sehen sie eins, schon ergreifen sie die Flucht. Ist doch verständlich, oder? Deswegen waren sie auch mit einmal weg eben. Mist. Dummes Timing eben. Kopfnuss. Tschüss. Das war ein sehr dummes Timing eben. Naja, kommt vor. Da sind sie wieder. Aber nur drei. Die anderen sind runtergefallen wahrscheinlich, ne? Hey. Warte mal. Warum taucht ihr genau in dem Moment da auf, Drecksvieh? Jo, wahrscheinlich. Ich würde dann gerne mal. Schlag gegen alle Gegner 5. Machen wir mal das hier. Okay, weg sind sie. Hätte ich auch nie weg sind brauchen. Nice. Das war cool. Sehr gut. Ja, vergiss es. Ich habe eine Münze vergessen, ich weiß. Okay. Ach, warte mal. Oh, schon wieder den falschen Knopf. Ich liebe es ja. Geht das eigentlich? Tschüss. Ich habe da mal nicht was gesehen gehabt eigentlich, ne? Naja, das war also das, verstehe. Dann kommen wir dann nämlich hier hoch. Okay. Insignie der Sonne. Wir müssen erstmal die Bubulos holen gehen. Weil die sind alle stehen geblieben. Und da waren auch noch welche. Hallo. So, jetzt haben wir sie alle wieder. Nice. Ja, ich drücke mal den falschen Knopf. Ich weiß auch nicht warum. Mist, ich hab falsch gedrückt wieder. Ich hasse es wie die Pest, wenn ich falsch drücke, ne? Na, warte mal, ist ja egal eigentlich, ne? Ach ja, nee, war nicht egal. Ich bin auch manchmal ein Volltrottel. Treffe ich eigentlich beide? Ah ne, das ist Verteidigung, stimmt ja. Naja, passt schon. Konter. Konter. Aber hat nicht viel gebracht. Nice. In diesem Schlag zeigt man, was eine Hacke ist. Nice. Ähm,
Normalerweise müssten wir eigentlich zurück BPs, ne? Das ist eigentlich nur hierfür jetzt. Im Aufladen. Nach und nach. 10 Stück. Autsch. Counter. Counter. 2 regeneriert. Verstehe. Ich mach sie mal platt, ja. Zumindest hau ich mal mit dem Hammer rauf. Okay. Cool, diesmal habe ich gekontert wieder. Diesmal habe ich wieder gekontert. Zack. Und weg. Und weg geht die Deck. Was? Ach ja. So. Ich wollte die eigentlich wegboosten. Aber hat natürlich wieder falsch gedrückt. Münze. Immer gucken, ob über Münzen drunter sind. Brauchen wir ja halt, ne? Ja. Ich habe statt Springen den Hammer benutzt. Mario, das war einer von den Pikatos. Und ich hatte recht, sie haben den Schlüssel für die blaue Zelle. Die Bubus und die Pikatos sind schon seit Urzeiten verfeindet. Und jetzt wissen wir, dass sie sich mit den Typen verbündet haben, um uns aus dem Baum zu vertreiben. Aber ich hatte sogar einen Freund unter ihnen, Pixel. Eigentlich hätte sich der Pixel, den ich kannte, eher irgendwo versteckt, anstatt zu kämpfen. Allerdings, ob der jetzt wohl auch unser Feind geworden ist? Keine Ahnung. Wo geht's hier eigentlich hin? Aha. Oh, Junge. Ehrlich jetzt? Ehrlich jetzt? Eigentlich könnte ich... Das war WhatsApp, sorry. Ich habe vergessen zu muten. Naja. Ich mach mal das hier wieder. Junge! Ist... Okay, da habe ich verkackt, aber das Ding ist voll groß geworden. Okay, alle sind weg. Ach so. Ich mute mal ganz kurz. Hab's ja voll vergessen. So wie immer halt, ne? Oder des Öfteren natürlich. Ich glaube, die sind runtergefallen, oder? Wie komme ich denn an den ran? Ich glaube, ich habe einige runtergepustet, ne? Wollt ihr mich verarschen? Habt ihr das gesehen? Die sind einfach runtergesprungen. Naja. Muss ich sie dann demnächst mal wiederholen. Machen wir das Ding hier mal. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Es rappelt in der Kiste. Ob ich hier dann die anderen auch dadurch treffe? Das ist halt die Freigabe. Nö, schade. Schade, Schokolade. Autsch. Autsch. Geblockt. Toll. Ah, ich muss Leben auffüllen bei ihnen, ne? KP. 50 ist zu viel. Mario.
Wie ist das eigentlich? Ja, ich treffe alle. Ich treffe alle. Jetzt pennen sie. Sehr gut. Außer einer. Mistviecher. Moment. Kann man Mario geben? Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen gemein jetzt, oder? Okay. Was kommt jetzt? Nochmal. Erhöht die Angriffskraft um 3 nochmal. Okay, alle erledigt. Okay, das klappt also auch, wenn man Glück hat. Sehr schön. Wie komme ich an das Ding da oben eigentlich ran? Warum steht der Spring hier? Wo kommen wir hier hin? Da kommen sie, Picassos. Picatos. Eine ganze Hundertschaft geben wir es ihnen. Na los, Mario. Geht das? Sie haben uns überrannt. Wir ziehen uns zurück. Sieht aus, als würden wir verlieren, wenn wir ihnen zahlenmäßig unterlegen sind. Ehrlich? Ich probiere mal nochmal was. Ja. Okay, wir brauchen mehrere wahrscheinlich, ne? Schauen wir mal. Ich springe jetzt mal runter. Diese Bobolie ließ durchscheinen, dass sich hier irgendwo ein kleines Lädchen verstecken könnte. Es wäre vielleicht nicht verkehrt, uns dort einmal einzudecken, falls du es für nötig erachtest. Sehr gut. Habe ich nämlich gerade schon gesehen. Dass da eine Wand ist. Okay, da kommen wir nicht durch. Wir müssen eh wieder hoch. Aber ich frage mich, wie wir an den einen Block rankommen. Das wird auch noch... Werden wir aber auch noch später, früher oder später erfahren. Hab mich vor diesen Typen in den Laden hier geflüchtet. Hier finden sie mich nie. Die scheinen hier irgendwas zu suchen. Keine Ahnung was. Was? Wisst ihr was etwas darüber? Nochmal hi bitte. Herein, willkommen im Bobovis Laden. Was kann ich für dich tun? Wir haben im Lager noch Sachen, ne? Wie viele Plätze haben wir jetzt noch? Achso, 8, okay. Ich nehme Honigsirup mit, ich nehme so einen Block mit, ich nehme eine Feuerblume mit. Brauchst du noch etwas? Nö. Schau mal wieder rein. Lässt Gegner schrumpfen, das war das. Frost treffen alle Gegner. Angriffskraft 5, Anwender KP steigen um 5. Was es bewirkt, keine Ahnung. Finde es heraus. Achso, das war das. Ich hol mir trotzdem das mal. Weil das was Neues ist. Wer bist denn du? Oh, Pixel. Oh, was ist denn das? Dieser Picato hat bestimmt alles durcheinander gebracht. Aber der scheint ja noch ein Kind zu sein. Oh, was für ein süßes kleines Ding.
Der hat ganz bestimmt nichts Böses getan. Ach, tu ihn doch nichts, Maru. Gut, lass ihn in Ruhe. Oh, Maru, sieh nur, wie verschreckt das kleine Würmchen ist. Ach, das erinnert mich daran, wie ich das erste Mal auf der Bühne stand. Vielleicht möchte er ja mit uns kommen. Das Pikachu-Kind nickt stumm. Es gehört zum Team. Hab ja schon viel von dir gehört, Mario. Aber du scheinst wirklich ein Talent dafür zu haben, Freunde zu finden. Hätte nie gedacht, dass sogar einer von diesen Pikachus mitnimmst. Ich wünsche, ich als Ladenbesitzer hätte auch so viel Talent. Okay. Frage ist, was bringt er? Was bringt der Kleine? Nochmal speichern. Die haben wir nochmal draufhauen, obwohl das nichts nützt. Ich hoffe mal, die spinnen sie nicht wieder. Kommen wir da ran? Momentan glaube ich eher nicht. Wir gehen erstmal den anderen Weg lang. Wir gehen erstmal den anderen Weg lang, der hier. Ich überlege gerade was. Aber nö. Schon wieder sowas. Ah, das sind weniger. Das sind ja die Pikachus. Es sind nur 10. Die schaffen wir. Na los, Mario. Tschüss. Oh, die haben sie voll ausgenockt. Geschafft. Die Pikachus sind alle besiegt. Und jetzt müssen wir nur noch hier ihre Festung stürmen. Okay. Klar, warum? Halt auch nicht schön alles zerstören jetzt. Dann gehen wir mal weiter. Okay. Natürlich falle ich runter. Der blaue Schlüssel. Das muss der Schlüssel für die Zelle sein, in der die anderen Bobos gefangen sind. Wir sollten sie schnellstens befreien. Das bringt nichts. Verstehe, das ist halt blockiert. Das wird wahrscheinlich runtergehen dann. Ehrlich? Natürlich komme ich da nicht runter, ne? Warum sollte ich auch? Darauf. Runter. Was soll jetzt noch aus uns werden? Hey, Bubila, was versteckst du da eigentlich? Oh, nur einen Pilz. Der ist ja schon total vertrocknet. Weißt du, den hatte ich für Bubulio gepflückt. Aber inzwischen ist er wohl vertrocknet. Ach, Bubulio, wo bleibst du nur? Mach dir keine Sorgen, er wird schon kommen. Ja, wir sind ja auf dem Weg. Wir sind ja auf dem Weg. Ja. Vor allem müssen wir den ganzen Weg zurückrennen wieder, ne? Wo wir ja gerade nicht durch die eine Tür da noch kommen, die da war. Ich würde sagen, das ist nämlich auch eine Abkürzung. Aber die ist ja momentan auch noch zu. Ha. Zack. Ihr könnt ruhig da bleiben. Ich rufe euch gleich. So, ja. Einmal rufen bitte. Na gut.
So. Da kommen sie. Viel Glück, Caprio. Falsch. Genug Leben und so haben wir, dann brauche ich nichts aufladen. Hätte eigentlich speichern können, ne? Ich hätte eigentlich speichern können, aber naja. Blalalala. Der muss sich ja alle rüberpusten, kann das sein? Dann muss ich da ja alle rüberpusten. Okay. Dann machen wir das gleich, wenn wir soweit sind. Lass ich nochmal gucken. Bubulia, ich habe den Schlüssel, gleich hol ich da raus, euch da raus. Ich wollte... Da fehlt doch hier... Achso. Ich wollte mal was gucken. Hallo. Wie geht's euch? Na? Wie bist du denn hier reingekommen, so groß wie du bist? So, was ihr eigentlich auch machen könntet. Aber naja. Junge. Bubulio. Oh, Bubulia. Ist alles in Ordnung? Geht es dir gut? Hast du vielleicht viel, hattest du viel Angst? Mach dir keine Sorgen. Ich bin in Ordnung, glaube ich. Ah, das beruhigt mich. Bubulio. Das hier wollte ich dir eigentlich geben, aber... Hab ihn für dich aufgehoben. Du magst doch Pilze, oder? Aber... Er ist vielleicht ein wenig eingetrocknet. Muff, 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 muff. Bubulio. Der hat sicher schrecklich geschmeckt. Entschuldige. Aber nein, hast du das etwa nicht gewusst? Getrocknet mag ich Pilze am liebsten. Das war so lecker, das hat mir ein wenig in die Sprache verschlagen. Wirklich, Bubulio? Oh, Bubulia. Bubulio, nicht so stürmisch, nicht vor all den allen anderen. Ich bin doch nur so gerührt. Ach, Bubulio. Weitere 90 Bubus in dein Team. Du hast jetzt 101 Dalmatina. Sorry. Irgendwie hat das voll gepasst in dem Moment. Bei 101 Dalmatina? Ja, 101 Bubus. Vielleicht ist das so, ne? Junge, ey. Junge, Junge, Junge. Was für eine Menge ist das eigentlich? Ja, dann können wir gegen die anderen auch kämpfen. So. Flop. Floppity flop. Flop flop. Hallo, was gibt's? Ach, nix. Okay, ich dachte, wir fahren irgendwas. Ah ja. Speichern. Deling. So. Na gut. Tschüss. Alle rüber da. Okay. Die haben so gemacht, dass es einfacher geht. Flup, 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 flup. Ah, Mist. Ich habe was vergessen. Das hier. Die wollen halt immer wieder instant da zurück. Ich glaube, wir kriegen später noch einen, den wir dann hierfür nutzen können, das zeigen, was passiert, ne? Vermute ich mal so halt. Das vermute ich mal. Okay. Bloß nicht runterfallen. Ach, hier wäre das ja eigentlich egal.
Ich sehe gar nichts mehr, wann ich hochspringen muss, weil da so viele sind. Diese Musik, weil wir so viel jetzt haben. Zack. Voll im 101 Teil Bobulius. Junge, Junge, Junge. Ist das eine Menge, ey. Ich frage mich immer noch, wie wir da rankommen, ja. Ach, und ein Picasso. Da war ja was. Erstmal aus. Komm, nieten alle hier. Und den Rest machen die hier. Junge. Was passiert denn mit meinem? Geschafft! Die Picassos sind alle besiegt. Und jetzt müssen wir nur noch ihre Festung erstürmen. Dann war die auch umgenietet worden. Also wieder komplett zerstört, natürlich. Warum halt auch nicht? Geht eigentlich was? Zack, machen wir das so. Ich drücke jedes Mal falsch, das ist halt das Problem. Zack. Der Hintergrund, ey. Erdbeben. Aber zackig. Einer ist schon mal weg. Autsch. Oh Gott, ist das gemein immer, ey. Zack. Ah, okay. Hätte ich nicht machen dürfen. Aber naja, passiert. Konter. Und tschüss. Hey, der hat ja auch noch ein Leben. Was macht die eigentlich da unten in der Kuh? Ich fasse es ja nicht. Einfach mal bei den Zuschauern, anstatt ihre Arbeit zu machen, alle. Honigsirup. Haben wir das nicht beim letzten Mal mitgenommen? Und jetzt kriegen wir das. Okay, es passiert noch nichts. Wir müssen das hier erstmal aufkriegen, ne? Vermute ich mal. Zack. So. Was ich eigentlich machen könnte. Mach. Maus? Ne, ich wollte hier machen. Showeinlage. Dann kriegen wir mal noch mal ein paar Sterne mehr. Junge, ist das schnell gefüllt. Ja, vielleicht poste ich euch mal jetzt weg. Sind ja Pflanzen, ne? Ja, natürlich. Konter. Shit. Shit. Naja, passiert. Hat passiert. Ich mach nochmal das. Schuppidu. Das sind immer Dinge, wo man nicht weiß, wie man da hochkommt. Moment. Ach ne, wir sind ja. Obwohl doch. Ich geh erstmal hier gucken. Hm. 101. Was? Was war denn das? Was ist passiert? Uiuiuiui.
Ihr Spatzenhirne, ihr seid mir voll in die Falle gegangen. Das hat mich inspiriert, als ich euch so zusammenkleben sah. Ich habe euch reingelegt mit meinem Podest. Was für ein Falzpinsel, ich lach mich schlaff. Jetzt, wo ihr mir aus dem Weg seid, kann ich ganz in Ruhe das Sternjuwel suchen. Mario, was sollen wir nur tun? Irgendwie müssen wir hier wieder rauskommen. Aber wie? Geht das nicht so? Probier's einfach nochmal. Nö, scheinbar nicht. Rauspusten kann ich sicher nicht. Tschüss. Oh Mario, mein Held, wir sollten diese süßen Bubus irgendwie hier rausholen. Hey Mario, du musst uns helfen, wir zählen auf dich. Okay, dann müssen wir sie rausholen. Aber ich würde sagen, bevor wir das machen, werde ich hier erstmal Feier machen für heute und dann retten wir beim nächsten Mal die Bubus aus dem Käfig. Na gut, bis dann bei Paper Mario. Ciao, ciao.